Hey ho Leute, einen schönen Sonntag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Zum einen ist die 15:30 Uhr Aufnahme von Ordern Kiosk Online heute leider ausgefallen. Ich werde das irgendwie anders ausgleichen, denn ich habe ja auch noch eine gute Nachricht für euch. Ich habe endlich ein Livestream-Programm gefunden und zwar ist das hier dieses Schau. Gebt ihr am besten mal bei Play Store, Google Play Store ein. Und wenn ihr bei Schau drinne seid, gebt ihr einfach FloriMTV ein. Ja, ich habe mich schon mal selber gesucht. Da seht ihr das hier. Ich habe noch kein Bild. Muss ich mir mal machen hier irgendwie. Geht das auch so? So, hier, null Videos zu Schau. Ist ja klar, da ich derzeit keins hab. Und ich habe es ja auch noch nicht bekannt gegeben. Da gebt ihr mir einfach hier, wo bei mir Edit Profile steht, gebt ihr mir einfach ein Follow. Und ja. Macht das einfach mal. Ich werde selbstverständlich ein Infovideo rausgeben, wenn ich mal einen Livestream mache. Okay, und ich werde mir langsam mal so ein Profilbild hier zulegen irgendwie. Also Leute, ich hoffe, dass ihr bei den Livestreams voll und ganz mit dabei seid. Wir können ja mal in einen reingehen. Hier so ein Minecrafter mal. Ja, da lädt sich das dann. Hier unten chatten irgendwelche Japaner. Hier könnt ihr dann eure Message eingeben. Kennt ihr alles von Twitch und YouTube Gaming? Ja, aber auf dem Android-Handy muss man das halt anders machen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid beim nächsten Livestream. Ich gebe euch vorher ein Infovideo raus. Und es wird auf jeden Fall zu Order in Chaos Online. Ups. Assassin's Creed Pirates oder Evolution Battle for Utopia sein. Es kann aber auch für Dead Trigger 2 sein. Weil. Da hatte ich ja das Livestream-Programm noch nicht. Ihr könnt ja auch mal unten in die Kommentare schreiben, welches der Games ich mal in Livestream machen soll. Dead Trigger 2, Evolution Battle for Utopia oder Assassin's Creed Pirates oder Order and Chaos Online. Und bei Order and Chaos Online vielleicht noch ein paar Abonnenten wären das mit dabei. Also schreibt es in die Kommentare. Und vergesst nicht, für dieses Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da zu lassen. Denn vergesst nicht, sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao.